Meine Lieben, ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt Seven vs. Wild Behind the Scene Folge 5 an. Filmerische Vorbereitung der Spots und der Bau des Basislagers. Ich bin richtig gespannt. Ich habe schon gelesen, dass das Behind the Scenes richtig, richtig gut sein soll. Und ja, ich hätte gesagt, wir gehen rein. So. Vollbild. Seht ihr alles? Passt. Falls wieder was mit dem Ton ist, schreibt es einfach rein. Aber eigentlich soll die Einstellung noch genau so sein wie beim letzten Mal. So, let's go. Wie auch letztes Jahr gibt es diesmal einen exklusiven Bildband mit vielen Informationen und natürlich auch Bildern, die hinter den Kulissen entstanden sind. Wenn ihr den nicht verpassen wollt und euch gönnen wollt, vielleicht auch als Geschenk, dann checkt unbedingt den Link oder den QR-Code. Nochmal Props an dieser Stelle. Ich habe es eh schon ganz oft erwähnt an Rico. Was der schon wieder für Grafiken und Animationen und Sachen rausgehauen hat. Ich freue mich schon so auf diesen Bildband. Ich glaube, der wird dieses Jahr auch wieder richtig geil. Rico, unser Designer und Fotograf, hat die komplette Reise fotografisch begleitet und alle Erlebnisse für euch aufbereitet. Oh ja. Oh, war da etwa ein Bär? Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen! Eine Angst ist ja tendenziell erstmal was Gutes. Die Angst ist ja dafür da, dir ein Warnsignal zu geben, zu sagen, Achtung, es könnte gefährlich werden. Bring dich mal lieber in Sicherheit. Ich glaube, der Punkt ist, wie sehr kriegt man seine Angst kontrolliert und wie berechtigt ist diese Angst? Wenn ich einen Grizzlybär 10 Meter vor mir stehen sehe, dann habe ich Angst. Definitiv. Klar habe ich da Ja. Angst. Aber die Frage ist wieder, wie reagiere ich damit? Angst ist ein normaler Zustand, den man immer mal wieder hat und den man einfach lernen muss, den zu kontrollieren und wie man damit umgeht. Unsere Technik-Crew macht sich. Absolut, ich glaube auch, also blöd gesagt, aber Angst ist halt auch das, was uns bis hierher gebracht hat. Also hätten wir in der Steinzeit und so weiter nicht Angst oder einen gesunden Respekt vor Wildtieren und so weiter gehabt, ja, wer weiß, ob wir dann noch hier wären. Sich auf den weiten Weg nach Kanada. Doch was erwartet sie vor Ort? Oh. Ist das Rescue Camp fertig geworden? Ja, 60 Touren hat er zu machen. Sind die Spots noch so wie gescoutet? Und können unsere Kandidaten auch sicher ausgesetzt werden? Es ist einfach zu gefährlich und zu risky. All das in Folge 5 Behind the Scenes. Oh Gott, wie schön sind diese Wölfe. Oh. Für 14 Tage unser neues Zuhause im Nirgendwo. Nur eine Woche haben unsere Campbauer Zeit, gemeinsam mit den Einheimischen das Camp zu errichten. Wir sind mit 5 Leuten rübergeflogen, 5 waschechte Handwerker. Wie geil. Unser Ziel war es, und das war auch unser Auftrag, die Truppe vor Ort zu unterstützen beim Bau von verschiedenen Holzplattformen. Das war natürlich nicht ganz so einfach, als wenn man das mitten in der Stadt oder auf dem Dorf irgendwo macht, weil wirklich einfach gar nichts vor Ort war. Man muss sich das so Alter vorstellen, als wenn Schwede. man auf irgendeinem zugewachsenen grünen Hügel sechs. Krass. Ich meine, so viel kann man ja spoilern. Wir waren alle gemeinsam zu einem Zeitpunkt an diesem Spot, deswegen weiß ich, wie es nach dem Bau dort aussah. Krass, wie sich das verändert hat und wie das vorher aussah. 6 Häuser in kürzester Zeit errichten will. Einfach absolut unmöglich. Ja, erste Überfahrt war natürlich richtig geil. Wirklich sehr viel Zeug eingeladen. Da können wir einiges draus machen, denke ich. Also im nächsten Step werden wir jetzt 2 Wege hier hochmähen, um die einfach mal so ein bisschen vom Gestrüpp zu befreien. Und im zweiten Schritt werden wir dann oben auf der Plattform irgendwie so einen 20 mal 10 Meter breiten Platz schaffen mit den Freischneidern, um auch da irgendwie das erste Zelt aufzustellen. Boah, also ich hätte ein bisschen Angst mit meiner Kamera. Perfekt. Ein riesengroßes Männerposse. Und zwar hat der Andrew ein großes Zelt mitgebracht.
von, ich glaube, 6x3 Meter. Sämtliches Material, was wir zum Bau benötigten, das musste dann per Helikopter überführt werden. Eine der Tour, da fliegt er eine Viertelstunde für. Ja, 60 Touren hat er zu machen, also er ist lange unterwegs heute für uns. Wahnsinn, oder? Was das für ein Aufwand ist. Aber ich muss jetzt auch sagen, wenn ich hier das Bild wieder sehe, also dieser Wald und diese Umgebung sieht jetzt für uns nicht so fremd aus, oder? Wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit Panama, also das war schon komplett anders von der Vegetation und so weiter. Und da fühlt man sich schon eher irgendwie zu Hause und kann sich irgendwie mehr damit identifizieren, also ich zumindest. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir das in 2 Tagen jetzt abrocken werden, so wie es geplant war. 2 Tage. Nächste Woche kommen die anderen. Die wollen ein Dach über dem Kopf haben. Während die Camparbeiten im vollen Gang sind, startet unser Team in Frankfurt. Auf geht's nach Kanada. Ich fühle mich wie bei Harry Potter immer mit den Teilen. Ja, könnte sein, dass wir den Flieger verpassen jetzt, weil wir so viel fucking Gepäck hatten. Und jetzt haben wir eine schöne, lange Schlange an der Grenzkontrolle. Perfekt. Jetzt müssen wir umdrehen, in die andere Richtung laufen. Das ist so eine Sache, die ich komplett verdrängt habe. Ja, ich auch. Wir wurden so vorgedrängt. Ah, geil, Max. Das habe ich verdrängt. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei sowieso recht viel verdrängen bei all dem Chaos. 2 Tage, aber kein Druck, Jungs. Er war echt. Ja, ja. Können wir durch, hast du gesagt? Nein, können wir durch, please? Wie sagt man das jetzt, dass das nicht illegal klingt? Das erste Team, was geflogen ist, war quasi das angemeldete. Wie sage ich das jetzt, dass es nicht illegal klingt? Okay. Das Filmteam, die quasi dazu berechtigt sind, das alles mitzuführen, das ganze Equipment. Waren halt ein bisschen wenig Leute für ein bisschen viel Gepäck. Dementsprechend waren wir ein bisschen langsam. Wir sind halt mit 5 Pelicans unterm Arm irgendwie da so durchgerobbt. Ich glaube, am Ende sind wir übel gerannt und haben halt wirklich fast den Flug verpasst. Irgendjemand hat doch die ganzen Koffer gestanden. Ne, ich glaube, du noch, ne? Ich hatte 3 Koffer, die ich tragen musste. Wir waren alle komplett. Unsere Hände waren kaputt einfach, weil das so weh getan hat, aber wir mussten einfach weiter. Du trägst das sonst auch so wenig immer. Ja, ich bin es nicht gewohnt zu tragen. Zu deinem Baby. Aber ich bin es auch nicht gewohnt zu laufen. Oh, Max. Max. Max, was ist da los? Max, Bootcamp. Hier in den Alpen. Ich werde da noch ein Wörtchen mit dir reden. Heute können wir zum ersten Mal froh sein, dass der Flieger Verspätung hat. Ja. Bei uns ist das anders. Oh, Debbie. Es hat so lange alles gedauert, es gab viel Verspätung und wir hatten schon die große Sorge, dass große Teile des Pre-Teams überhaupt nicht mitkommen. Jo, wir haben den Flieger noch gekriegt, just in time. Der Flieger hatte auch noch ein bisschen Verspätung, wir haben uns ein bisschen vorgedrängelt. Oh, da sitzt auch wieder in der Business Class. Wir haben es dann noch mit dem Übergepäck geschafft und jetzt geht's ab nach Vancouver, um dann morgen zur Location zu fahren und die Spots nochmal auszuchecken, um die finale Verteilung zu machen. What we're doing here now is we're laying out the first platform. It's going to be the dining area. Unsere Technik-Crew ist auf dem Weg. Jetzt muss nur noch das Rescue Camp schnell fertig werden. 1, 2, 2. Yeah. And so. And then it should work out on that end. There'll be 1 foot left, I believe. Yeah. Das waren Dinge, die häufig zu Kommunikationsproblemen geführt haben. Ganz ehrlich, da sind ja immer so viele Leute rumgewuselt. Und ich habe keine Ahnung, ob dieser Sebastian, ob der noch dort war, als wir in Vancouver waren. Oder ob die das gebaut haben und dann quasi gleich wieder zurückgeflogen sind. Weil ich sehe hier gerade so viele Gesichter bei diesen Campbauern, die ich noch nie gesehen habe. Aber vielleicht kann ich mich auch einfach nicht mehr daran erinnern. Andrew wollte 5 Inch abgeschnitten haben. Ja, was sind 5 Inch? Ach. Doppelte oder so, oder? Was war das jetzt? 5 Inch, 12... Alter, 12,2... 12,7 lesen, Alter. 12,7, okay.
Kanada hätte auch metrisches System. Ja, eigentlich. Also Kanada hat eigentlich auch metrisches System, aber es kann schon sein, dass dort jetzt welche aus dem Amiland sind. Und ich glaube, dass die Kanadier beides verwenden. Also so offizielle Angaben waren tatsächlich immer, weil man beides, also zum Beispiel Grad Celsius und Fahrenheit. Aber viele rechnen dann auch in Inches. Das ist dort ein bisschen eine Mischung aus Europa und Amerika. Wow. Komm langsam voran. Bisschen langsamer als tatsächlich gedacht, weil das Gelände doch echt sehr uneben ist. Wahnsinn. Es war schon echt heftig, was man sich von Seiten der Produktion da überlegt hat. Und das halt in einer Woche durchzuziehen, ja, da kamen schon erste Zweifel auf. Krass. Oh. Das war, glaube ich, ein Schwarzbär. Ja, wir wollten eigentlich heute wieder weitermachen auf unserer Insel. Und da haben uns die Wölfe mit ihren Rufen überrascht. Und jetzt sind wir alle ganz schnell wieder aufs Boot gekommen und setzen nochmal über, in der Hoffnung, ein paar Wölfe sehen zu können. Ich habe bisher noch keine gesehen. Okay. Die Wölfe sind bei weitem nicht die einzigen Tiere, auf die unsere Kandidaten sich... Oh, ich sehe das und mir steigt die Gänsehaut auf. Also Wölfe sind schon so besondere Tiere. Wahnsinn. Oh. freuen können. Oh, Weißkopf auf Vancouver Island gibt es Bären, Seerobben, Adler und sogar Wale. Oh, that was cool. Ich denke, dass die Angst generell vom Einzelwolf her nicht so groß ist, sind auch eher scheue Tiere. Aber was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist halt das Wolfsrudel. Wenn du dann quasi plötzlich irgendwie 6, 7, 8 Wölfe hast, die dich dann umzingeln und du siehst die vielleicht schon und du weißt so, ja gut, einen würde ich vielleicht noch schaffen. Aber wenn die anderen von hinten drauf springen, war es das halt auch. Ich glaube, die Gefahr ist halt wirklich diese Rudelgeschichte. Jedes Tier draußen hat im Endeffekt irgendwie krassere Sinn als wir Menschen. Wir können alles so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Auch da ist natürlich gut, wenn der Wolf dich vorher mitbekommt, um dir halt ausweichen zu können. So, damit du ihn halt nicht überrumpelst, ähnlich wie beim Bär. Ein Wolf und ein Bär, denk mal. Fritz, der Wildlife-Profi. Und jetzt, der Bär ist der krasse Typ. Aber wenn der Wolf jetzt im Verbund kommt mit irgendwie 8 Wölfen gegen einen Bär, dann wird es schon wieder kritisch, ne? Und ich glaube, wir Menschen sind da sowieso das kleinste Licht. Jetzt, wo sich alles eingependelt hat, glaube ich, schaffen wir es wirklich in der Viertelstunde einen so einen kompletten Rahmen zu bauen. Also, die Sache läuft jetzt. In der Viertelstunde? Wie einfach am Wetter. Wir bauen eine Toilette hier im Wald auf. Könnt ihr mir bitte auch so ein kleines Häuschen in den Wald bauen? Oh, will ich drin wohnen. Hier müssen wir im Gegensatz zu den anderen Plattformen kompletten Boden legen, Wände bauen, ein Dach drauf. Muss hoch genug ausgelevelt werden, um dann die Eimer drunter zu setzen, damit man auch scheißen gehen kann hier. Ja, es ist halt so. Was sollen wir drum rumreden, ne? Ja, heute ist wahrscheinlich der letzte Tag für uns vor der Abreise. Wir trimmen jetzt die Kanten noch. Das heißt, die Überstände sägen wir passend ab, dass das alles schön aussieht. Aber der... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, es tut mir leid. Aber der Typ könnte ja auch so einen Bauwerker-YouTube-Kanal machen, oder? Also der redet ja mit der Kamera, als hätte er noch nie was anderes gemacht, oder? Was meint ihr? Ich wäre voll dafür. Ich wäre voll dafür. Also der redet ja da mit der Kamera. Und so einfach ist es nicht. Also, Wahnsinn. Dann können wir auch ruhiges Gewissen von der Insel abtreten. Das Rescue Camp steht. Jetzt müssen wir nur noch durch den Zoll. Wir standen am Gepäckband und da laufen ja so Zollcops rum, ne, die mal so stichprobenartig Leute checken und wir waren halt schon sehr auffällig. So wie eventuell Affe? Mit den ganzen Tough Cases und so, die dann da rumstanden, hat er von jedem von uns diese Einreisezettel genommen, hat er so ein Zeichen drauf gemacht, dass wir halt später beim Rausgehen rausgezogen werden.
Ich hatte schon Panik, dann, als wir dann rausgezogen wurden in so einen anderen Raum. Wir haben nicht gefilmt, leider. Und dann hat er uns halt so ein bisschen verhört. Die anderen durften nichts sagen, da musste immer einer nach vorne kommen. Der hat ihn dann, befragt. Ja, war spannend. Das war sicher derselbe wie bei Affe. Mein Herz ging ganz schön. Ich glaube sogar, dass Affe erzählt hat, dass der Typ, der sie verhört hat, gesagt hat, dass vor ein paar Tagen die anderen da waren und er die auch verhört hat. Also ich bin mir fast sicher, dass das derselbe Typ war. Wir haben es jetzt endlich geschafft, sind durch die Zollkontrolle, sind hier jetzt in Vancouver am Flughafen. Jetzt teilt sich die Gruppe in zwei. Debbie, ich und Rainer bleiben hier in Vancouver, kümmern uns um die ganzen Teilnehmer-Cases und solche Geschichten. Alle anderen werden jetzt gleich mit der Fähre nach Nanaimo übersetzen, da eine Nacht verbringen und dann morgen geht's weiter nach Hope Island, da wo das Ganze stattfindet. Nicht euer Ernst. Was passiert da? Alter? Moment. Sitzt da einfach. Ich glaube. Also es ist kein Kormoran. Es müsste irgendeine Schabe sein. Und ich glaube, in Kanada gibt es keine Zwergschaben. Das heißt, es müsste eine Ohrenschabe sein. Und eigentlich sind die bei uns super schüchtern. Und was ist da los, Alter? Einfach am Schoß. Ja, schön, oder? Okay. Alter, ich glaube, wenn mir das passiert wäre, hätte ich einfach geheult vor Freude. Richtig krass. Ja, sehr langer Tag, sehr lange Anreise. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? 26 Stunden. 26 Stunden? Ja, stark. Ja. Wir sind jetzt alle, komplettes Team, glaube ich, richtig kaputt. Und wir werden jetzt ab in Nanaimo, kurz nach der Fähre, schlafen, um morgen dann zum Spot zu fahren, zu den Inseln. Ach, Mann, Waffel am Morgen. Die Zeit ist eng getaktet. Ohne Pause geht es am nächsten Morgen direkt weiter zum Camp. Oh my god, how many batteries are there? Backups können wir mit auf die Insel nehmen. Genau, die Backups sind auf die Insel. Die sind immer da. Oh, da ist auch der Jonathan. Ein Backup-Koffer, wo genug sind. Der war vom Sicherheitsteam, haben wir letzte Folge schon gesehen. Am Sarah vs. White Camp auf Hope Island. Letztes Jahr hatten wir da Hacienda, die stand schon. Dieses Jahr mussten wir selber ein Camp bauen zwischen den beiden Inseln, um schnell bei den Leuten sein zu können, wenn irgendwie was ist. Hey, hi. Ein Misch. Das sind Betten richtig mit Lattenrost. Wow. Das ist so geil. So geil. Es ist perfekt. Wie gut sieht das aus? Das ist so geil. So geil. Alter Schwede. Wow. Mega, oder? Vor allem, ich finde, also durch die Farben und das Holz und so weiter, sieht das halt, obwohl das mitten in die Landschaft gezimmert worden ist, halt sehr natürlich aus. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die von den Indigenen, also dass die gewisse Richtlinien hatten, wie die das zu bauen haben, weil du da halt nicht einfach jetzt ein knallrotes oder oranges Ding hinbauen kannst. Aber richtig schön. Vielleicht sogar alles aus Cedar, also Cedarholz. Das ist perfekt. Das ist das perfekte Kanada 7 vs. White Camp. Also ich glaube, dass das erste Video, was morgen jeder macht, ist Handy, Zeltwand auf Meer. Wir müssen auf jeden Fall eine Ansage an alle machen, dass niemand irgendwelche Stories von hier macht. Wie denn? Wir haben doch nicht mal Internet. Ich habe Internet. Was, du hast Empfang? Ja, da steht ein Starlink. Achso, ja gut. Der Punkt ist, was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. Aha. Was hat der Jonathan da gemacht? Oder was hat er vor zu machen?
genau. Community 1, Seven vs. Wild 0. Wir haben es versucht, aber natürlich haben wir es nicht geschafft, bis zum Start der Ausstrahlung alles geheim zu halten. Die Leute sind einfach durch die Schwarmintelligenz viel zu clever, die finden alles raus. Ich mach Reddit auf. Vor allem am Handy gerade Meinung zu Fritz. Guck so, auf einmal komplette Location geleakt. Dann die Helis, die Flugrouten der Helis und so, das ist ja alles getrackt, ne? Das ist ja voll krank. Ne, das. Ich muss ja sagen, das haben wir ja alles durch den Stress gar nicht mitbekommen. Aber alter Reddit, okay. Nochmal bezüglich Schwarmintelligenz. Die haben den Bus der Teilnehmer in der Insta-Story gesehen und dann öffentliche Webcams in der Umgebung angesteuert und so lange gewartet oder ausgespielt, bis der Teilnehmerbus daran vorbeigefahren ist. Und da es nur eine Straße gibt, kann man es sich relativ gut herleiten, wo der Bus auch hinfährt. Alter Schwede, ist nicht deren Ernst. Okay, kein Wunder, dass wir es nicht mitbekommen haben, weil anscheinend wir Teilnehmer schon unterwegs waren. Alter. Und tracken so den Teilnehmerbus so auf den Straßen. Geil, wie krank ist das denn? Max, geil. Ja, die öffentlichen Verkehrskameras angezapft und den weißen Bus getrackt. Das ist... Aber ganz ehrlich, ich gucke ja auch so, ich höre ja auch so True Crime Podcasts und da ist es auch echt so, dass es so für Cold Cases, also für Fälle, wo eben schon ganz lang keine neuen Ermittlungen und so weiter, also Ermittlungen werden schon geführt, aber es gibt keine neuen Ergebnisse und da wird dann auch die Schwarmintelligenz gefragt und da gibt es so eigene Foren, wo so Hobbydetektive und so weiter suchen helfen bei vermissten Personen und so weiter. Und wenn du dir das so anschaust, kein Wunder, dass die das machen. Also die Leute gemeinsam, krass. Ja, du kannst uns ja auf Reddit zurückverfolgen, wo wir sind. Ciao. Und vor allem, das klingt jetzt vielleicht so witzig, aber wenn sowas halt ist, ist halt echt Feuer. Also Feuer am Dach, weil wenn einfach Leute wissen, wo das ist, kann es sein, dass die dann zu irgendwelchen Spots fahren, wo vielleicht die Teilnehmer sind, dann sind die nicht komplett isoliert oder, also das ist echt ein Problem. Bin gespannt, ob da noch irgendwas dann weiter vorgefallen ist oder so. Jetzt geht's los, wir fahren jetzt zum ersten Mal raus, die ganzen Spots aufnehmen, die Drohnenshots einsammeln. Wir haben 2 Tage Zeit, in 3 Tagen kommen die Teilnehmer, werden an ihren Spots ausgesetzt. Die Zeit rennt, ich hoffe, wir schaffen es zeitlich, aber das sollte passen. Let's go! Nächste Staffel Seven vs. Wild in Deutschland, unbekannt in 7 Tagen von München nach Hamburg kommt. Die Community darf jagen. Ja, das ist so wie, da gibt es ja so ein Spiel, oder? Mit Mr. X, Scotland Yard oder so heißt es. Das wäre krass, aber dann bitte ohne Wildcard. Weil als Wildcard, also auch, ich glaube, dass ich mich jetzt auch noch sehr unbemerkt überall hinbewegen kann, weil mich noch nicht so viele Leute erkennen. Oder sie trauen sich nicht, mich anzusprechen, eins von beiden. Das wäre krass. Oh, schön. Da rein. An diesem Strand werden die ausgesetzt, genau. Da, ne? Dann ist wichtig zu wissen, dass wir dann einmal vielleicht einen Shot machen von hier und auf der Hochebene, wo die ganzen Seen sind. Auf der Hochebene, wo die ganzen Seen sind, okay. Wir müssen diesmal ein bisschen predikten, wo die Teilnehmer sich aufhalten, weil ja, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass sie sich nicht die ganze Zeit am Shore, also am Beach aufhalten. Tilt mal. Jetzt mal. Oh, nö, es spiegelt. Ich will unseren Spot sehen. Und jetzt einfach einmal nach rechts fliegen, einmal nach links fliegen, so im Halbkreis. Wartet mal. Alter. Also ich schätze, hier war die Bucht, wo wir eben... Oder nicht, ich schätze, es ist so, hier war die Bucht, wo wir an Tag 1 rausgesetzt worden sind.
Okay, hier ist auch ein Strand. Okay, okay, okay. Und hier ist ein See. Da ist ein kleiner Tümpel. Und da ist irgendwas. Okay, okay. Aber, was glaubt ihr, wie viele Meter sind die Seen entfernt? Auf Reddit hat bestimmt schon jemand gesagt, wie viele Meter der weg ist. Ja, sieht nach einer netten Wanderung aus, oder? So eine nette Tageswanderung. Euer Spot war aber schon echt Premium, oder? Also erstens hat man noch nicht so viel gesehen von den Spots jetzt in der ersten Folge. Und ja, ich werde mir erstmal die anderen und so weiter anschauen. Ich glaube, alle Spots hatten Vor- und Nachteile. Was ich so mitbekommen habe, das hat man gleich auf der Kamera oder so gesehen. Ne, ich sag noch gar nichts. Wir gucken uns nachher die zweite Folge an. Und bei der zweiten Folge kann man, glaube ich, schon mehr über die Spots sehen und sagen. Also mehr von den Spots sehen und sagen. Und dann reden wir dann auch mal drüber. Aber ich glaube halt echt, dass alle Spots Vor- und Nachteile hatten. Und ihr dürft nicht vergessen, dass hier die Flut sehr viel auch bedeckt hat natürlich, weil ihr dürft nicht vergessen, am Meer ist immer Flut und Ebbe. Und jetzt einfach einmal nach rechts. Da geht es auch steil auf. Ja, genau, hier. Hier geht's bergauf. Gefühlt 8 Stunden entfernt mit Kriechen. Ja, wir werden sehen. Oder auch nicht. We will see. Fliegen, einmal links fliegen, so im Halbkreis, weißt du? Mhm. Hammer, fliegt immer durch. Dann kommt wahrscheinlich hinter dem Nebel gleich noch der andere große See. Oh, wow. Wow. Sieht so geil aus, das von oben zu sehen. Oh! Moment mal. Anne. Wir sind jetzt an Spot 5. Das ist der Spot von Sascha Huber und Oh, da bin ich jetzt auch der gespannt. Der Spot ist geil, weil der ziemlich nah zwei geile Freiflächen hat, die an einem Fluss vorbeiführen. Sieht wunderschön aus, für den Kopf geil irgendwie, da rumzurennen. Was halt auch geil ist, sau viele Tiere. Also da haben wir diese ganzen Bärenspuren und Wolfsspuren gefunden. Während Max zusammen mit dem Drohnenpilot Van die einzelnen Spots anfährt, um unter anderem auch die Infoshots aufzunehmen, laufen die Camparbeiten im Hintergrund weiter. Wir sind jetzt an Spots. Echt jetzt? Jetzt haben die nicht erst groß reden von diesen Freiflächen, jetzt zeigen die den Spot von Knossi und Sascha nicht. Naja, wir werden es dann wahrscheinlich in der Hauptserie sehen. 7, das ist der Spot von den Naturensöhnen. Der sieht total ähnlich aus wie von Knossi und Sascha, oder? Ich finde, das sieht total ähnlich aus wie von den beiden. Wir sind jetzt an Spot 7, das ist der Spot von den Naturensöhnen. Geiler Spot, man hat den sehr geilen Wald mit richtig viel Totholz zum Bauen. Wow. Wenn man weiter reingeht, 300, 400 Meter, kommt ein großer See. Kann man angeln. Wow, ist der schön. Boah, das schaut richtig idyllisch aus, oder? Aber hier sieht man auch nicht den Strand. Bin gespannt, wie weit das wirklich weg war. Also es ist schon ein guter Fußmarsch. Sieht echt hübsch aus. Also der Spot bietet echt viel. Leider auch ein bisschen Müll sehe ich gerade. Da hinten liegt irgendwie ein Kühlschrank oder so. Aber jetzt live. Ich glaube, mit dem Spot werden die sehr zufrieden sein. Anstrengender Spot, da durchzulaufen, ist echt hart. Aber das sind die, glaube ich, gewohnt. Die sind ja im Wald zu Hause. Und ganz anders, oder? Da jetzt wieder Papa Platte Reese mit diesem, ich nenne es jetzt nicht Sandstrand, aber es ist halt viel feiner. Nicht so Riesensteine wie jetzt bei den anderen Spots. Und stellt euch jetzt vor, das wäre nicht Nadelwald, sondern so Palmen wie letztes Jahr, dann sieht es auch ziemlich ähnlich aus wie letztes Jahr Panama. So eine Langzunge, Wahnsinn. Nennt man das Langzunge? Nö, Blödsinn. Ein langgestreckter Strand halt. Wir sind an Spot 3. Ultra langer Beach,
richtig geil, richtig groß, richtig weitläufig mit Frischwasser-Rinnsalen, Freiflächen, mega schöner Spot, richtig gut. Das ist der Spot von Reese und Papa Platte. Ich glaube, die werden hier viel Spaß haben, viel zu erkunden haben, auf jeden Fall. Die haben die Chance, auf den Stein rauszugehen zum Angeln. Ach, geil. Also das ist wirklich, der Spot ist ein Traum. Einer meiner Lieblingsspots. Wie türkis ist da das Wasser? Wow, schön. Ach, voll schön. Der Spot ist zum offenen Meer gerichtet. Von dem Sicherheitsteam als leicht eingestuft. Ich finde ihn aber nicht leicht. Okay, spannend. Sehr, sehr dichter Wald, sehr dichtes Gestrüpp. Man muss sich da wirklich durchschlagen. Für einen der Spots holen wir erneut das Sicherheitsteam dazu. Der wurde noch nicht fertig erkundet. Mit denen sind wir abgeflogen mit dem Helikopter. Mit dem Boot konnten wir den leider noch nicht anlanden. Ausgrund des Wellengangs. Jetzt versuchen wir es nochmal, um auch das Hinterland zu erkunden, um eventuelle Spots zu sehen, wo die Teams kampieren können. Mhm. Ein bisschen klappt, ne? Bischle knapp. Also wir hatten die Möglichkeit, jeden Absetzpunkt per Boot oder per Helikopter zu begutachten. Risikoeinschätzung ist ja ein Part, den wir aus dem Militär mitgenommen haben. Und ich glaube, der hat uns hier viel genützt, um die Risiken abschätzen zu können. Wir hatten gleichzeitig noch zu prüfen, ob überall Trinkwasser vorhanden ist. Das haben wir auch dementsprechend geprüft, ja. An jedem Spot. Auch ausreichend, sodass die Contestants da keine Probleme haben, Trinkwasser zu gewinnen. Nahrungsmittel war nur bedingt von uns prüfbar. Wenn man die Steine hochhebt, sieht man genügend Muscheln, Krabben, die man essen kann. Alter, die Bären, die hier im Wald wachsen, die kann man da essen. Also von der Seite her. Max und Johannes sind das ja alles mit dem Helikopter abgeflogen. Von oben sieht man das ganz gut, dass durch Nähe vom... Das ist jetzt aber wieder... Das ist wieder unser Spot, oder? Ja, das ist wieder unser Spot. Boah, das ist schon weit weg. Leckt sonst noch bei jemanden? Also hat sonst noch jemand Probleme mit der Verbindung? Nope, okay. Dann Piano Peter, liegt's wohl leider an dir. Tut mir leid. Hauke war bei der Fremdenlegion, oder? Ich glaube ja. Vom Strand durch Wasserquellen waren, ja, und das haben die sich dann so markiert und uns weitergegeben und so konnten wir dann einfach hierher fahren und hatten eine gute Vorgabe, ja. Um drauf aufzubauen, definitiv. Ja. Das haben die gut gemacht, ja, sehr gut. Die schauen aber jetzt auch, so wie die da angezogen sind, ein bisschen aus, als würden die da eher so von einer psychiatrischen Einheit kommen, oder? Also von einer Einrichtung, meine ich nicht Einheit. So, irgendwie so diese Jacken, wisst ihr, wo die Leute dann so nach hinten gebunden werden. Da gibt's ja auch irgend so einen Film, wo auf so einer Insel eine psychiatrische Einheit ist mit diesen, ja, vor allem vom Jonathan, diese Zwangsjacke. Ja. Ist leider nicht möglich, heute hier anzulanden. Es ist einfach zu gefährlich und zu risky, uns alle aufs Spiel zu setzen, nur um zu gucken, was da hinten dran ist. Also wir haben es vom Hubschrauber aus gesehen und hoffen, dass wir es morgen mit dem kleinen Boot ausprobieren können. Bevor der Tag zu Ende geht, besichtigen wir den Ankunftsort der Teilnehmer. Der ideale Ort für den perfekten Einstieg in Staffel 3. Hier wird gerade erkundet. Hier werden die Teilnehmer alle angelandet. Die werden von hier aus entweder mit dem Boot oder per Helikopter an ihre Spots gebracht. Andrew, unser Guide, der geht jetzt vor und checkt den Platz ab, wo der Helikopter landen kann. What I just said is that it's perfect if the plane is landing outside and drive inside. Because it looks amazing here. Ja, wir haben, glaube ich, einen Spot gefunden, wo der Helikopter landen kann. Andrew fragt jetzt gleich den Helikopterpiloten. So habe ich es mir vorgestellt, ne? Also, das ist halt ein ultra geiler Hub. Das sieht so geil aus mit diesem Nebel. Ich lieb's.
Ich bin sowieso so ein Fan von genau so einem Wetter. Das hatten wir auch in Costa Rica ein paar Mal. Es ist einfach so schön. Um die Leute quasi in die Boote und in die Helikopter zu laden. Wir setzen ja mit 2 Fahrzeugen dieses Jahr aus. Das ist mal ein Barbecue. Nach einem langen, anstrengenden Tag kommt unsere Crew kurz zur Ruhe, bevor sie am nächsten Tag die letzten Spots nochmal anfahren. So, 2. Tag auf dem Boot zwischen den Inseln. Wir werden jetzt die Spots abdrohnen, die wir gestern nicht mehr geschafft haben. Abdrohnen. Zusätzlich versuchen wir, je nach Welle bei den Spots anzulanden, nochmal ein paar Shots von den Spots zu nehmen, nochmal ein Gefühl für die Spots zu kriegen. Side-Fact, wir haben seit 3 Tagen nicht geduscht. Naja, ich sag mal so. Letztes Jahr haben ein paar 7 Tage nicht geduscht, oder? Die 7 Tage geschafft haben. Und die beschweren sich hier nach 3 Tagen. Wir fahren heute jeden Spot nochmal an, um mit den In-Reach-Geräten Ausgangspunkte zu markieren, dass, wenn sich die Teilnehmer vielleicht verlaufen oder ein Notfall eingetreten ist, dass die auch wieder zurück zum Ausgangspunkt finden, um vom Boot. Das ist doch schon wieder unser Spot. Dass, wenn sich die Teilnehmer vielleicht verlaufen. Mal den See hier von oben. Hier sieht man sogar auch 2 Mädels, ne? Das sieht ja schön aus. Von oben sieht das echt geil aus. Oder ein Notfall eingetreten ist, dass die auch wieder zurück zum Ausgangspunkt finden, um vom Boot oder Helikopter wieder aufgenommen zu werden. Das machen wir heute. Aber läuft! Und tschüss! Wie man jetzt vielleicht ein bisschen sieht in meinem Gesicht, kommt gerade die Sonne raus. Das hatten wir bis jetzt noch kein Mal, seit wir Drohne geflogen sind. Und wir müssen versuchen, jede Lichtsituation an jedem Spot abdecken zu können, um die ganzen Transition-Shots, ne, die ihr immer kennt, wo die Musik kommt. Und da hier die Witterung so schnell umschlagen, es so viele verschiedene Witterungsstufen gibt, haben wir eine Menge zu tun. Jetzt gerade versuchen wir, zumindest ein paar Shots mit der durchkommenden Sonne mitzunehmen. Und ansonsten müssen wir die nächsten Tage auch noch wieder rausfahren. Die besondere Herausforderung der Drohnen-Shots sind die unterschiedlichen Witterungen. Egal ob Nebel, Wolken, Sonne. Oh, das ist jetzt mal eine coole Karte. Wo man auch die ganzen Höhenmeter und alles sieht. Sonne oder auch Regen. Wir müssen jede Situation mit der Drohne für die Main-Serie einfangen. Bei Tag und Nacht. Bei Tag und Nacht. Jetzt sind wir gerade mitten in der Bucht von Trimax und Rumatra. Wir haben 2 Anlandestellen. Wir haben uns jetzt für einen entschieden, der sicherer ist, um die Teilnehmer nicht zu gefährden natürlich. Hier gibt es ja auch so Baumriesen und so, ne? Ja. Also wirklich, wir sind ja an Spots schon angelandet bei der Vorbesichtigung. Ja. Auch umgestürzte Baumriesen und so, wo wirklich der Stammdurchmesser größer ist als man selbst. Tausende Jahre. Ja, und hier ist ja kein Mensch gewesen, jetzt, weiß ich, 400, 500 Jahre zum Teil. Ist auch geil. Unberührt. Ich dachte 30 Jahre, 400 bis 500 Jahre, kein Mensch. Krass. Das ist ja teilweise wirklich unberührt dann. Ben, da ist ein Fluss. Ganz links. Ja. Da werden die auch mit dem Helikopter ausgesetzt. Okay. Jetzt sind. Wollte gerade sagen, das sieht nach Fritz und Martin. Wir gerade an dem Spot von Fritz und Martin. Beim Scouting haben wir hier super viele Tierspuren gesehen, fette Tatzen von Wölfen. Also ich glaube, die werden hier Spaß mit den Wildkameras haben und uns geile Aufnahmen auch mit nach Hause bringen. Die ganze Serie wird seit jeher auf Actioncams dokumentiert und gefilmt. Dieses Jahr sind wir dann einen Step abgegangen, haben also alle Kameras aus Staffel 1 und 2 zur Seite gelegt und neue angeschafft, die GoPro 11 dann, also das neueste Modell, plus für jedes Team einen Camcorder. Auch als Learning aus Staffel 1 und 2, weil ganz viele Tierbegegnungen, leider in Staffel 2 vor allem, das ominöse Krokodil, was niemals richtig zu sehen war zum Beispiel. Das hat uns so geärgert, dass wir gesagt haben, okay, jetzt kriegen alle Teams einen Camcorder mit so einer Zoom-Funktion, können also ganz nah ranspringen und wenn es irgendwie Tierbegegnungen gibt, dann sind die hoffentlich auch dokumentiert.
Und in dem Camcorder ist auch noch ein Nightshoot, also eine Nachtlichtaufnahme. Und haben dann zusätzlich auch noch als weiteres Step-Up Wildkameras hinzugefügt. Boah, ich bin echt so gespannt. Wir wollten natürlich um jeden Preis dieses Jahr auf jeden Fall die Tiere, die vor Ort sind, auch drauf haben. Ja. Da sich das Wasser endlich beruhigt hat, ist es unserem Sicherheitsteam nun möglich, auch den letzten Spot zu Fuß zu erkunden, um festzustellen, ob er auch wirklich ausreichend sicher ist. Also wir fahren jetzt mal an Spot 3, weil den konnten wir noch nicht komplett erkunden und versuchen nochmal unser Glück mit dem neuen Boot, was wir jetzt bekommen haben, dort anzulanden, zu gucken. Was glaubt ihr, welcher Spot ist dieser Spot 3, wo sie nie sein haben können? Und ich warne euch, liebe Freebie-Gucker, ich will keinen Spoiler. Aber was glaubt ihr, welcher Spot könnte das sein? Wo die Wasserquelle ist und eventuell die Freifläche, um zu kampieren. Bei der Erkundung wird zusätzlich Bildmaterial aufgenommen, damit das gesamte Team einen finalen Eindruck von den aktuellen Gegebenheiten vor Ort bekommt. Max, kurze Frage. Was war das Briefing von beiden danach? Was haben die zu dir gesagt? Sehr hart. Sehr hart, okay. Boah, sieht Max fertig aus. Welches Team wurde nicht? Eine Trimac, Papa Platte und Reese, oder? Kannst du meine Map mal öffnen? Ach Gott. Scheiße, das ist natürlich komplett Katastrophe, ne? Scheiße. Wir haben keine Zeit mehr, einen Spot zu scouten. Da musst du dich ja komplett kaputt, also du musst ja komplett durch die Mangroven. So anstrengend. So unfassbar anstrengend. Geht. Grundsätzlich, wenn wir einen neuen Spot finden möchten, wir können nicht jetzt etwas Neues bestimmen, ohne da gewesen zu sein, ohne eine Markierung gemacht zu haben, ohne. Die Entscheidung ist, kann man das denen zumuten da? War das nicht gerade die Stelle, wo Trimax nach Hilfe ruft? Ja, aber ich glaube, dass viele Spots ähnlich aussehen. Alle Plätze gesehen. In dem Vergleich ist das ein besonders schwerer Platz, ist das ein relativ einfacher Platz. Bis zum Wasser, es ist ein kurzer Weg. Ja, vielleicht 50, 70 Meter. Ja, zum Wasser, zur Quelle. Zur Quelle. Ja, aber du musst wahrscheinlich finden. Anstrengend. So anstrengend. Einmal die komplette Ausrüstung mit Bärenlockstoff. Endlich ist es soweit. Seven vs. Wild startet in Staffel 3. Wir gehen rein als Jungs und kommen raus als Männer. Begleitet unsere Kandidaten bei den letzten Momenten vor der Aussetzung. Die Aufregung, die Nervosität, seid bei jedem Moment dabei. Läuft alles wie geplant? Was erwarten die Teilnehmer? Und wie reagieren sie auf die Aussetzung und ihr neues Zuhause für 14 Tage? All das in Folge 6 Behind the Scenes. So. Das war jetzt Folge 5 von Behind the Scenes. Ich fand die Folge richtig cool. Auch richtig spannend, weil da halt jetzt auch mal echt komplett Einblicke drin waren, von denen wir halt überhaupt gar nichts mitbekommen haben.